Und wir springen direkt in die Mitte der Dinge und ich zitiere mal unsere Kanzlerin, die hat nun eigentlich sagt die eine Menge guter Sachen. Das ist hier von ihrer Anrede, Anrede an die Nation, also da, von der Pressekonferenz vom Sonntag. Da ist ein Dings mit drin. Hallo? Nein, du sollst auf die Kamera schauen. Ich soll auf die Kamera schauen, okay. Ja, sorry. Sonntag, da wo sie noch nicht wusste, dass sie mit einem Corona, dass sie eine Pneumokokkeninfektion bekommen hatte und der Arzt, der ihr das verpasst hatte, war selber schon infiziert. Also ich bin auch Risikogruppe und ich habe mich trotzdem am Montag impfen lassen, ja, vom Fear to Courage. Also wir müssen das machen. Sie sagte so dynamisch, das Virus ist so flexibel, müssen wir reagieren. Das ist ein Fokus auf Handlung. So, und dann gibt es die 5 Regeln. Die Regeln kennt ihr alle. Ich bringe sie trotzdem noch mal ganz kurz, nicht wegen der Regeln. Reduktion auf das Minimum. Also, bei mir heißt das Fokus auf das Wesentliche. Ja, die Mauer hat wirklich was oben. Also, die ist wirklich gut. Jetzt nicht wegen dem, weil wir das Gleiche sagen, sondern grundsätzlich. So, dann sagt sie, Abstand halten im öffentlichen Bereich. Das Thema Abstand ist ein sehr, sehr wichtiges Wort. Dann sagt sie, Abstand halten auch, wenn die Kontakte enger werden. Also wir haben bei uns im Büro, das erklären wir dann, wer hier überhaupt noch ist, 2 Meter Abstand. Wir sind heute in einem anderen Raum. Ihr kriegt hinterher, weil es auch Fragen zum Thema, wie mache ich ein Webinar gibt, kriegt ihr die Bilder, wie das halt bei uns mit den Webinaren aussieht. Dann Beschränkung auf die notwendigen Tätigkeiten. Nochmal im Prinzip das Gleiche. Das und das ist irgendwie ziemlich ähnlich. Und es gibt Hygienevorschriften. So, und dann hatten wir gleich, wo die Kommunikationsprobleme auftreten, weil die geben Vorschriften. Also überall, auch bei uns, das Erste, was bei uns gegangen hat, waren Zettel, wie wasche ich mir Hände. Ja, aber schon, ich glaube, das war Seneca vor 2000 Jahren, hat gesagt, wenn du ein Schiff bauen willst, dann sag den Leuten nicht, wie du mit Hammer und Nagel umgehst, sondern zeig ihnen oder lehre sie die Sehnsucht nach der großen, weiten Welt. Übersetzt auf Hygienevorschriften ist, sag den Leuten nicht, wie sie die Hände waschen müssen, sondern sag ihnen, warum sie die Hände waschen müssen. Also sag ihnen, hey, die Seife, ja, die du hier hast, ja, die killt, die bringt diese Viren um. Wie macht sie das? Sie zerstört die Hülle. Also Seife zerstört die Hülle und damit laufen die aus und sind platt. Und jetzt ist es bei den Viren halt so wie bei Nüssen. Die einen ist die Schale ein bisschen dünner, bei den anderen ist die Schale ein bisschen dicker. Und wenn sie dicker ist, dauert es ein bisschen anstrengender, um die zu knacken. Deshalb brauchen wir die 30 Sekunden, um die meisten wegzumachen. Den Rest, der wird dann mit Hilfe der Seife abgewaschen. Erklärt ihnen, warum es funktioniert, dann machen die das richtig und dann wissen sie, warum sie es 30 Sekunden lang machen müssen. Und sagt ihnen nicht, sie müssen es machen, weil sonst fangen sie an zu schludern. So. Aber warum kommen diese Vorschriften? Das ist erstmal eine super spannende Frage und die Antwort ist relativ simpel. Kontrollverlust. Kontrollverlust heißt, ich habe es vorher nicht richtig gemacht und jetzt habe ich keine Zeit, um es korrigieren zu können. Jetzt probiere ich irgendwie Zeit zu gewinnen. Das heißt, ja, und das müssen wir, diese Dimension des Kontrollverlustes, zeigt große strategische Fehler. Wir haben zum Beispiel unser Gesundheitssystem zum Glück nicht so kaputt gespart wie unsere Nachbarn. Ja, wir haben die Leute, die da arbeiten, ja, wie Dreck behandelt. Die werden schlecht bezahlt. Und das sind die, die uns heute das Leben retten. So, aber es geht nicht nur darum, dass wir vorher Fehler gemacht haben und dass wir deshalb die Kontrolle verloren haben. Das war das Thema von dem Webinar vom 19., nämlich wie führe ich diese Projekte durch und wie sorge ich dafür, dass ich durch geeignetes und richtiges Projektmanagement, das nicht darauf basiert, eine Aufgabe nach der anderen wegzuarbeiten, sondern das mit Prinzip nach Prinzipien basiert arbeitet, wie komme ich dahin, eben die wichtigen Dinge zu machen, sich nicht zu fokussieren auf das Ergebnis, sondern sich zu fokussieren auf die Auswirkung des Ergebnisses, auf das Leben der Leute, die dieses Produkt oder diese Lösung einsetzen. So, die Welt, so wie wir sie jetzt im Augenblick kennen, wir sind bei Homeoffice, ernsthaft, ja, löst sich gerade auf. Ich sehe hier gerade besorgte Signale, ihr müsst, freut euch. Ja. So, und dahinter, weil es entsteht kein Nichts, wenn immer irgendwie was auflöst, bildet sich was Neues. Und die Frage ist, und das ist extrem wichtig, wir sind immer noch beim Thema Homeoffice, wie sieht diese Welt aus? Dieser Virus, ja, wirkt jetzt im Augenblick als Evolutionsbeschleuniger. Warum? Wir haben eine Tiefenkrise. Also eine Tiefenkrise ist etwas, was die Gesellschaft richtig durchschüttet, wie zum Beispiel die Finanzkrise 2008. Und Tiefenkrisen triggern ein Grundprinzip des Wandelns. Das ist die Trend-Gegentrend-Synthese.
So, was ist das? Tolles Wort. Ja. Das heißt, dass diese neue Welt nach Corona, das ist jetzt eine These, wie die aussehen wird, ja, entsteht aus der Disruption, also aus der Unterbrechung dieses Globalisierungstrends. Der Globalisierungstrend war der Trend, dass die ganze Welt sich nach den Interessen der großen Konzerne gerichtet hat. Die haben sich die Taschen immer voller gesteckt. Leute wie Bill Gates oder Jeff Bezos, 100 Milliarden. Ja, ist ja nett, dass die haben. Das war Globalisierung. Ja. So, und jetzt, ja, Unterbrechung der Konnektivität. Konnektivität ist ein anderes Wort für Globalisierung. Ja, weil Globalisierung heißt ja nur, dass alles miteinander ganz eng verbunden ist. Durch Grenzschließung, Separation, Abschottung, Quarantäne, das ist jetzt also diese Trennung, ja, führt zu einer Neuorganisation der Verbindung. Das ist von Matthias Hort, ist nicht von mir, also ich habe es mal zwei Absätze, das auf zwei Absätze ein bisschen zusammengepackt, sind aber seine Worte. Einfach googeln, da habt ihr einen kompletten Artikel dazu. Und das, was hier im Großen steht, ja, Unterbrechung der Konnektivität, Grenzschließung, Separation, Abschottung, bla, ist exakt das Gleiche, was Angela Merkel am 22. gesagt hat zum Thema, wie machst du es im Kleinen? Abstand halten, Reduktion aufs Minimum und so weiter. Die Prinzipien sind exakt die gleichen, das ist das, was im Augenblick durchläuft. Ja. So, in der kommenden Distanz, in der kommenden Welt, ja, wir gehen jetzt erstmal auf Distanz, wir sind gezwungen. Also hier bei uns im Büro halten wir 2 Meter Abstand, wir haben kaum noch Leute, die meisten Leute sind bei uns im Homeoffice und dann sind sie so wechselweise mal immer ein bisschen hier, dass wir im Augenblick nicht so komplett den Kontakt verlieren. Und diese Distanz, und das hatten wir, Herdentier im Unternehmerkurs mit drin, nicht? Okay, also da hatten wir Folgendes, Menschen sind keine Herdentiere, also wir haben dieses Thema Schwarmintelligenz und was da sonst auch so alles kolportiert wird, also wir haben einen Schwarm irgendwie in uns drin. Menschen sind Gruppentiere. Und eine Gruppe unterscheidet sich von einer Herde dadurch, dass die einzelnen Mitglieder emotional eng miteinander verbunden sind. Wenn jetzt also... Kurz Pause. Die Kamera hat sich aufgehängt. Die Kamera ist weg? So, also ja, die Kamera ist gleich wieder da. Ich sehe ja hier nur das Kontrollbild auf der Kamera. Und sind wir wieder da? Gut, Daumen hoch. Ja. So, also diejenigen, wo waren wir? Also wir sind Gruppentiere, das heißt emotional, anders als eine Herde, emotional eng miteinander verbunden. Wenn wir jetzt auf Distanz gehen, jetzt haben wir das Thema Homeoffice, wir sind mittendrin in dem Ding, droht, dass aufgrund der Distanz die emotionale Bindung verloren geht. Das ist aber etwas, was Menschen nicht wollen. So, das bedeutet, dass wir die Verbundenheit auf Distanz qualitativ anders gestalten müssen. Das ist ein Geschäftsmodell für die Zukunft. Das muss man mal anfangen zu durchdenken, was man damit meint. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt einen Veranstalter, einen Eventveranstalter, der hat vielleicht vorher 100 Leute gehabt, die irgendwie Events organisiert haben. Jetzt sind alle Events abgesagt, das heißt, die schrumpfen auf eine Ein-Mann-Firma. Jetzt kann er sich überlegen, okay, wie kann ich jetzt eigentlich den Kunden, die eben solche Live-Events nicht mehr durchführen, keine Firmenveranstaltung mehr machen, wie kann ich mit denen jetzt eigentlich dafür sorgen, dass das, was sie nämlich wollen, diese Verbindung zwischen den Mitarbeitern aufzubauen, wie können die das eigentlich in der digitalen Welt machen? Also kann ich, keine Ahnung, also man kann jetzt darüber nachdenken, wie kriegt man das hin? Wie kriege ich es trotz Distanz, die Verbindung aufrechtzuerhalten? Weil der Mann ist ja zumal Experte für solche Geschichten, nur eben live, jetzt haben wir eine andere Ebene. So, diejenigen, ja, die hingehen und schaffen, das zu tun, ja, sind diejenigen, also die diesen Prozess gestalten, sind diejenigen, die dann die Hoffnungsträger werden. Deshalb sage ich das jetzt, weil es kommen ja nicht nur die Leute raus, die jetzt hingehen und sagen, hey, ich probiere jetzt hier mal was weiterzuentwickeln. Weil in Zeiten der Krisen kommen auch die ganzen Schaben und Kakerlaken angekrochen. Ja, also das ist gerade so diese... Ein Teil dieser Online-Marketer, das sind ja nicht alle, aber ein Teil von denen. So, und dann führen die ihre Dings durch mit den miesen Tricks, die sie vorher auch schon immer gemacht hatten. Also Scarcity, Verknappung, ja, da kannst du nur rein. Und dann, ja klar, alle Webinare haben eine begrenzte Anzahl von Dings. Aber nein, eine Aufzeichnung kriegst du nicht und du musst unbedingt da sein. Und und wenn du die Aufzeichnung nicht gesehen hast, dann kommt eine Mail, boah, das war die ganze Zeit über, total voll und es war immer voll und das war so ein toller Content. Und Aufzeichnung kriegst du nicht, du weißt zwar nicht, was drin ist. Und hey, in dem Webinar habe ich den Leuten ein geiles Angebot gemacht und das haben die alle angenommen und die sind alle glücklich. Und übrigens, du kannst es auch kaufen, ohne zu wissen, was es ist. So, jetzt kenne ich das zufällig. Und ich weiß, das ist irgendwie ja, so ein alter Ladenhüter, so ein Krepierer, der es seit 3 Jahren nicht läuft, den seit 3 Jahren kein Schwein braucht.
Ja, jetzt kommt der hin, nimmt die Ängste und die Sorgen der Leute, ja, greift die einfach auf, weil die greifen nach jedem Strohhalm, ja, und verkauft ihnen irgendwie so einen alten Scheiß. Das ist wie nach der Wende, als die ganzen Autoverkäufer, ja, es gibt auch seriöse Autoverkäufer, also von Leihwagen, also von Gebrauchtwagen, aber die sozusagen, die ganzen Schmierigen, die ganzen Ladenhüter, die sind nicht weggekommen, haben sie so rübergegangen in den Osten, die dachten, oh, tolles Westauto, haben sie den ganzen Trott verkauft. Ja, genau das Gleiche, was jetzt passiert. Ja, so, das sind die Scham und die Kakerlaken, das sind die, ja, Unternehmerkollegen, die unseren Ruf ruinieren, ja, und uns das Leben schwer machen. So, also die haben wir auch, also wir haben nicht nur die, wir haben auch die, die probieren aus der Krise hier irgendwie Profit zu schlagen. Die gute Nachricht bei der Geschichte, das Geld, das die kriegen, ist ja nicht weg, weil es ja nur, nicht nur bei den armen Opfern, sondern es ist bei den bei den Gewinnern. Das Problem ist, jetzt haben die falschen Leute das Geld, weil die es in der Krise brauchen, haben es nicht mehr und die anderen stecken sich die Taschen voll. Das Prinzip hatten wir in den Jahrzehnten davor auch schon. So, also, man kann jetzt hingehen, man kann probieren, jetzt die Krise auszunutzen, man kann Schabe und Kakerlake sein und das ist relativ einfach, das Ausnutzen, damit Kohle machen. Ja, man kann aber auch hingehen und sagen, hey, die Welt wird danach neu verteilt. Und jetzt kann ich mir mal überlegen, wie verändert sich diese Situation. Deshalb sage ich das, überall wird gesagt, geh nach Hause, setz dich aufs Sofa, warte ab, bis die Krise vorbei ist. Das sagen die ganzen Angestellten, das sehen übrigens die ganzen Unternehmer. Und es gibt ziemlich viele Unternehmer, die gehen jetzt im Augenblick hin und setzen sich zu Hause aufs Sofa. Warum? Weil irgendein angestellter Journalist ihnen das gesagt hat. Ja? Jetzt ist die Zeit zu arbeiten, jetzt ist die Zeit hinzugehen, jetzt ist die Zeit sich zu überlegen, hey, wie stelle ich mich auf, jetzt ist es die Zeit, einen Unterschied zu machen. Jungs, bei euch muss es dampfen.